Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 22 PS5 hier in Ort Belleron. Ja, immer noch im Dezember, immer noch genug zu tun zum Glück. Ja, und ja, hier hinten steht schon unsere Halle. Die Halle wird nochmal abgerissen. Wir hatten am Mittwoch, was glaube ich, möchte ich meinen, oder war es Donnerstag? Donnerstag, was glaube ich. Hat mir ein Zuschauer geschrieben, dass ich ja, meine Objekte auch anders, also frei platzieren kann. Ich hatte das mal irgendwo gelesen, wenn ich meine PS5 einschalte, kriege ich ja unten genug angezeigt, immer zum Spiel. Da stand mal was von Place Anywhere. Ich dachte aber, ich muss das als Mod haben oder dergleichen, da hatte ich nichts gefunden. Ja, aber ich kann im Spiel einfach Taste drücken und kann dann meine Halle frei platzieren. Ich glaube, geschrieben hatte mir das SH, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, ich denke mal ja. Und deshalb werden wir jetzt hier die Halle abreißen. Wir werden zwar erstmal noch unseren Helfer einsetzen. Der war da noch irgendwo unterwegs. Ach so, hier wollen wir noch Silage verkaufen. Den schickt man eigentlich gleich mal los zum Viehhandel. Denn wir brauchen Geld, ne, um das Ganze zu machen. Weil wir werden uns für unsere Halle, die hat ja 10.000 gekostet. Wir werden was wiederkriegen. Kann sein, dass es der Hälfte ist. Das weiß ich nicht. Das gucken wir. Und ja, 25 sind noch auf dem Konto. Das sollte schon noch reichen. Und dann können wir die nämlich weiter nach hinten stellen. Wie es geht, weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken im Baumenü. Ich müsste im Baumenü, glaube ich, Dreieck drücken, hieß es. Oder wurde geschrieben. Ich hoffe mal, dass das so ist. Ich vertraue der ganzen Sache. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Also wir werden das gleich erleben. Vielleicht geht es auch nicht. Keine Ahnung. Oder ich stelle mich so dusselig an. Ist auch möglich. So, frei fahren, und zwar wollen wir hier hin. Eigentlich müsste er hier Position erreichen können. Das macht er, das passt soweit. So, hier muss der Flug wieder in Gang gesetzt werden. Da können wir gleich mal am Shop gucken, weil das interessiert mich. Weil ich habe jetzt nochmal ein Ingame-Mod, woanders kriege ich es ja nicht, geguckt, und zwar genau. Die drei Sachen sind dazugekommen. Ist das alles selber Arbeitsbreite oder was? 5, nee, 3,3, 5,7 und 5,1. Also hier 5,7. Das würde mir schon vorschweben. Warum ist der FD10? Also da steht nur rechts. 5,7 wäre, brauchen 170 PS, die haben wir. Das ist nicht das Problem. Ist bloß die Frage, ob man das Teil, kann man das zusammenklappen oder ist das immer ein ganzes hinten dran? Ne, das geht nicht zu klappen. Boah, können wir damit auf der Straße fahren dann? Farben können wir ja auch noch entsprechend ändern. Ändern ist relativ. Ja gut, das wäre egal. Gut, aber 26.000, ja, reicht's Geld nicht, ne? Aber da hätten wir auch generell einen Flug, der etwas breiter ist. Vielleicht kommt noch mal später was Besseres als Mod. Auf dem PC habe ich ja einen, ich glaube, mit 8 Meter oder 9 Meter. Und da geht zu klappen. Das ist schon nicht verkehrt. Meine, bei 5,70 Meter, ja, wird schwierig, den mit Standardhelfer hier loszuschicken, irgendwo hinzufahren, das könnte schief gehen. Ne? Aber gucken wir mal. So, er läuft wieder. Ja, hier die Sachen müssen natürlich rausgefahren werden, sonst werden wir ja auch nichts platzieren können. So, stellen wir erstmal den Düngerstreuer dort davor. So, dann holen wir noch einen Steinesammler weg. Also wenn wir die Halle so platzieren können, dort wo jetzt unsere hinteren Hallenfüße sind, also das wäre schon, wenn da der vorderen stehen, das ist schon okay. Oh, erschaffen wir nicht mal einen leeren Zustand zu ziehen hier. So,
So, und natürlich muss hier unsere Mission oder der Kupper los. Wieso haben wir noch einen? Ach, wir hatten uns doch, den könnten wir ja verkaufen, ne? Wir hatten uns ja, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, mal den anderen gekauft. Als gebrauchten, den größeren Grupper, ne? Natürlich können wir unseren 3-Meter Grupper hier veräußern. Ist das ja noch verrostet hier in der Halle? Weil zwei, also ja, zur gleichen Zeit das zwei Geräte kruppern, da fehlen uns eher die Trecker dazu, ne? Ja, und dann war eigentlich auch noch eine andere Sache, die mir jetzt hier so einfällt, und zwar, wenn wir mal gucken, bei uns bei der Bodenbeschaffenheit war es ja so, dass es hier unten anzeigt, dass meine Felder noch gewalzt werden müssten. Gewalzt sind sie. Habe jetzt nochmal nachgeguckt, weil mich hat das auch stutzig gemacht. Wann wir das Feld gewalzt haben, weiß ich nicht. Ja, also die Stücken da davon. Auf jeden Fall habe ich mal eine Folge gemacht, die ich beschriftet habe, dass der Helfer mit der Walze nicht so richtig klarkommt. Definitiv haben wir da die Felder gewalzt. Und ich bin auch der Meinung, dass wir die gewalzt hatten, aber das war Folge 20 meines Erachtens, aber es war vor dem Patch, definitiv. Ne? Und von daher denke ich mal, wird es ganz einfach so sein, dass ich glaube, die Anzeige muss gewalzt werden, gibt es ja erst nach dem Patch, ne? Gab es die vorher schon so in der Art und Weise, glaube ich nicht, ne? Deshalb wird das so sein, ja, dass es da wieder neu anzeigt. Meine, gut, dann ist es so, kann ich jetzt nicht ändern. Also jetzt walzen wird nicht gehen, weil walzen kann ich ja echt nur direkt nach der Aussaat, ne? Wir müssen bei den Gewächshäusern auch mal gucken. Ich denke mal, hier muss auch bald wieder Wasser rein. Ja, hier steht unser ganzes anderes Equipment, alles schon, was wir gekauft haben. Muss alles in neue Halle rein. Ne? Ist die Halle schon wieder viel zu klein. Ist unsere Halle schon wieder viel zu klein. So, einmal abladen, abkuppeln. So, das teuerste Gerät erst mal mitnehmen, nicht, dass es noch klauen, ne? Also rum. Freie Fahrt. Und zwar dahin. So, vorletzte Ladung, ne? Eine wird es noch werden. Und dann müssen wir gucken, dass wir mit dem Restgeld über den Winter kommen, ne? Wie gesagt, Halle wird noch, soll noch natürlich gebaut werden. Und dann müsste man natürlich noch den Flug kaufen, oder möchte ich eigentlich den Flug kaufen, um die zwei Felder hier zu flügen und natürlich zusammenzulegen, ne? 19.000. Also drin ist er schon, der Flug, also 26 und 10.000 die Halle plus Rückerstattung, ne? Also ja, wird zwar sehr dünn auf dem Konto, aber sollte gehen. So, hier, den lassen wir ebenfalls hier hinfahren. So gut, er kommt an und wir werden jetzt hier die Abrissbirne bestellen. So, abreißen.
Könnten ja sogar das Farmhaus abreißen, kriegt man da richtig Geld, hä? Aber ich glaube, den Hof verkaufen wir nicht, um Geld zu kriegen. So, wenn das rot ist, müsste ich es doch eigentlich erwischt haben, oder? Achso, er sagt mal 4.982, also ein bisschen weniger wie die Hälfte, ne? 10.000 kam dort, glaube ich, die Halle. Oder Unterstand, wie auch immer. So, und dann möchte ich, jetzt freue ich mich da nicht, achso, ich muss hier erst zurück, ne, oder? Ach ne, so rum. Genau, jetzt kann ich hier wechseln. Ja, genau, 10.000. Ich hatte doch kurz schon mal geguckt. So, und dann will ich den eigentlich... Von der Flucht her passt das jedenfalls. Nur halt weiter zurück. Obwohl, jetzt lässt er sich nach hinten platzieren. Das kann nicht sein. Achso, freier Modus. Ne, aus oder an? Was muss denn jetzt sein? 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 12. Eigentlich ist das fast egal jetzt, oder? Warum lässt sie sich jetzt nach hinten schieben? Hat dann wirklich das letzte Mal irgendwas gestört hinten? Ja, wenn, dann muss ich hier weiter rüber. Warum kostet das eine 11 Euro mehr dann? Überlappt mit anderen Objekt. Okay. Jetzt ausmache. Ach so, es muss an sein. Und dann kann ich es einfach. Könnte mir auch zwei Hallen schön nebeneinander platzieren hier. Kommen wir auch nicht mehr zum Silo, ne? So günstig, ne? Aber so sieht das schon gut aus. Haben wir jetzt deutlich mehr Platz nach hinten oder genug Platz auf dem Hof. Das gefällt mir eigentlich so besser. Ah, das ist auch nicht zu nah dran. Unsere Paletten hier kriegen wir auch noch weg. Das passt schon. So, stellen wir gleich mal was rein in die neue Halle, oder? Also, in die neue alte Halle. Alte, neue, neue, alte, irgendwie so rum. Mal gucken, dass wir hier, ups, vielleicht zwei Sachen pro Fach reinkriegen hier, oder? Läuft da irgendwo ein Trecker? Ich glaube, wir fahren mal selber, oder? Natürlich kann natürlich sein, KI wollte jetzt hier durchfahren, stehen natürlich zwei Hänger rum, oder beziehungsweise unser Kalkstreuer und ein Hänger. So, jetzt weiß ich nicht, müssen wir das Förderband nochmal verschieben. Reicht bis länger. Könnte alles reingehen, ne, wenn wir Glück haben.
Aber wir müssen jetzt hier wieder warten, nicht dass das Förderband wieder ausgeht, wenn wir uns zu weit entfernen. Ne? Weil es geht ja wieder hier in Zeitlupe. Ne? So, wie weit sind die mit ihren Missionen? Halt, das war das Baumenü. Feld 12 Kuppern ist fertig. Lügen ist auch gleich fertig. Also auch gleich geschafft. Da könnten wir aber schon mal... Ja, gut, dann müssen wir es nochmal anmachen. Den Krupper hier Richtung Hof zurückschicken. Weil der muss erstmal zum Hof kommen und dann holen wir uns, wie gesagt, das andere Gerät vom Shop. Wie gesagt, der andere Flug, was wir kaufen wollen, der ist ja noch, glaube ich, auf 5 Meter und breit. Das ist natürlich, wenn du so fahren musst, ist ganz schön breit. Ne? Ich meine, vielleicht geht es auch zu klappen, wenn ich sehe es zwar nicht. Ich würde meinen, dann müsste man doch wenigstens im Shop dann an dem Gerät irgendwelche Hydraulik zünden. Aber kann auch falsch liegen. Ja, war klar, Förderband ist aus. Oh, der Motor aus. Ich meine, ob wir hier noch was reinfahren, das Silo, weiß noch nicht so recht. Ich meine, klar müssten wir uns auch Gedanken machen, wo wir mit Tieren anfangen. Ne? Das erste wäre natürlich, sonst das einfachste ist natürlich ein Hühnerstall. Ne? So, 9400 Liter noch.4444 Liter gehen nicht rein. Ja, klasse. Knapszahl noch hier. Gut, das ist ja liegt ja noch was auf dem Förderband. Das ist sogar noch mehr wie 4444. O10 ist abgeschlossen. Und wir fahren jetzt trotzdem erstmal hin zum Shop. Schon wieder ein anderes Ding umgekrachelt hier. Ich war es nicht. Na, wo will denn hin? Du musst den Verkehr nicht vorbeilassen. Oh, komm hier, zieh. Weil wenn wir jetzt noch einen Flug kaufen, den Flug, den wir jetzt besitzen, den würde ich jetzt nicht gleich verkaufen, weil so ganz darf ich den Frieden noch nicht, wenn wir hier mit 5,70 irgendwo mal hinfahren müssen in der Arbeitsbreite. Also wenn das Gerät hinten so breit ist,
Weil Straßen möchte ich meinen, hier so von PC-Seite her mit Autodrive einfahren, 420. Breiter ist hier so eine Straße nicht, ne? So, verkaufen tun wir noch, dann machen wir heute Nachmittag weiter. Gibt ja heute noch eine zweite Folge. Und da werden wir dann leider schon wieder das Konto erleichtern. Ja, jetzt ist der Flug auch fertig. 19.559 kriegt man. Ja, wie gesagt, wir machen heute Nachmittag weiter. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. 16 Uhr machen wir dann ja weiter. Bis dahin. Und tschüss.